Ahoin! Normalerweise müssten wir hier die Schlachtschiffe jetzt hier zerstören und sowas, damit man, sag schon, an das Öl dort rankommt. Erledigt! Da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, aber Holz brauchen wir auf jeden Fall. Das können wir jetzt nur auch machen, wenn wir fertig sind mit dem Gold. Die machen unsere Stadt kaputt. Oh, ernsthaft. Ernsthaft. Muss es unbedingt so sein, ja? Hey. So. Gibt's hier überhaupt noch Öl? Glaube nicht. Ja, das ist super. Das ist wirklich super. Das heißt, das einzige Öl gibt's halt noch da drüben. Das heißt, wir müssen die Schlachtschiffe zerstören. Oder halt hier oben Wache halten und sowas. Das werden wir aber dann halt im Nachhinein tun, dass wir Wache halten werden. Na komm. So. Dann du da. Gondeln, 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 gondeln. Ach, sag doch sowas nicht. Oh, shit. Shit, shit, shit. Zeppelin, Zeppelin, Zeppelin. Ich sehe das U-Boot wieder nicht. Oder ist jetzt gar kein U-Boot da und... kam einfach nur ein Projektil von irgendwoher, ich weiß es nicht. Kann aber sein. Ah, da. Sag ich doch, ich hab's mir nicht eingebildet. Wer ballert denn hier schon wieder? Wieder ein U-Boot? Ja. Und wir schnappen uns jetzt das Ding da vorne. Nebenbei schicke ich dann hier tatsächlich Leute drüben rüber und hacke Holz. Oh shit. Schickt da uns die ganze Flotte hier entgegen. Schiff fertig gebaut. Ja, komm, mach hin. Immer ich. So, so wird ein Schuh draus. Wir müssen normalerweise halt eigentlich die Schiffe halt instand halten wegen den Angriff auf die Insel. Das wird tatsächlich ein kleiner Ölkrieg hier. Immer dieses Öl. Furchtbar. So, ihr seid soweit auch fertig. Geht da mal ruf. Ach, siehst du, die haben schon gar nichts mehr zu tun. Ah, ist ja super. Immer, ne? Also nicht immer, aber halt oft komme ich hier so ans Ende der ganzen Ressourcen. Es ist doch nicht wahr. Und der Gegner hat halt so unendlich viel Gold. Echt unschön. Wobei, ich glaube so langsam, dass der Gegner kein Öl mehr hat. Was sehr schön wäre. Weil... okay, ein U-Boot, das ankommt. Ja, pff. Ne?
Müsste tatsächlich mal gucken, was kostet eine Fähre, sollte uns die Fähre abhanden kommen. Ja, ist ja auch eine gefährliche Sache. Schiff fertig gebaut. Immer ich. Fähre kostet 500 Öl. Du bist der Captain. Ahoi, du bist der Captain. Ich verteidige hier das erstmal. Immer ich. Ne, für den Fall eines Falles. Mit Vergnügen. Das, Du bist der Captain. Du bist gehen wir Schritt vor. Der so. Dass er tatsächlich hier noch das Öl haben will. So, nebenbei Oger bauen. Oger, 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 Oger. Mit den Ogern. Kannst du mal hier Auge von Kilrock. Das Auge von Kilrock nehme ich mal mit. Warte, eine Balliste. Die eine Balliste kann uns ja zwei hatte, okay. Die zwei müssen wir definitiv umhauen. Und halt vielleicht auch Kampfkraft aktivieren hier von, Kampfkraft, Kampfrausch von ja, denen hier. Meister. Wir müssen das hinkriegen. Da hilft nichts. Wie gesagt, die Ballisten müssen weg. Die haben hier einen Oger, ne? Ja, mit Meister. Einem Schlag hier umgehauen. Die sind einfach zu heftig. Wir sind so weit, Meister. Und die Schiffe will ich nicht unbedingt dafür riskieren. Was ich machen könnte, wäre tatsächlich sonst halt hier die hier am Rande sind, damit dann halt vernichten, aber ja. Da funktioniert ja auch nur so weit, ja, mäßig, sag ich mal, ne? Ich meine, die stehen zwar da, die würde ich auch erwischen, aber ich sehe das schwarz, was alles weitere anbelangt hier. Ja, weil im Feuer von den Ballisten und wir haben verkackt. Was dann jetzt halt noch interessant wäre, ich nehme tatsächlich einen neuen Zeppelin. Wir haben relativ viel Gold und Gold muss ich mir erstmal nicht so viel Sorgen machen, selbst wenn ich mich dadurch sterbe. Wir können theoretisch sehr viele Oger bauen, die sehr mächtig sind. Was mich interessiert ist halt, was hat Kollege Gegner noch an Schiffen? Wenn er nämlich jetzt keine Schiffe mehr hat, oder nur noch wenig, kann er mich auch nicht beim Öl nerven. Da hat er ein Schiff, ein U-Boot. Ein Schiff, ein U-Boot. Wenn das alles ist, ja dann Prost Mahlzeit. Zwei Schiffe, ja gut. Schiffe kosten halt viel Gold. Und vor allem Öl. Also ein, zwei Schiffe hat er. Aber nicht wirklich viel. Und ich gehe davon aus, dass er die Schiffe auch nicht mehr nachbauen kann, weil er halt kein Öl mehr hat. Und da bin ich hier mit sowas ganz klar im Vorteil. Du bist der Captain. Gold macht mir halt dann in den großen Mengen dann halt schon fast Sorgen. Ein Kampfpot kostet mich wie viel? 1000. Alles nicht so einfach. Alles überhaupt nicht einfach. Du darfst ruhig mal rüberfahren. Das will, das Schiff will einfach mal nicht, weißt du? Einfach mal nö. Einfach mal, weil nö. So, versuchen wir nochmal dort einen erfolgreichen Angriff zu landen. Beziehungsweise würde ich tatsächlich halt vorher die Küste ein bisschen säubern. Mit zwei Schiffen oder so. Du bist der Captain. Ahoi! Wir sind soweit, Meister. Nur ja, immerhin. Mit Vergnügen. Ja, sehr schön. Sehr nice. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen.
Was? Okay. Das Ding ist zerstört. Das da, die Balliste ist natürlich ziemlich nervig. Kommt aber ran, sehr schön. Nice. Sehr, sehr, sehr nice. Du bist der Captain. Ahoi. Du bist der Captain. Und die Paladine merzen sich selbst aus hier. Dadurch, dass sie halt zu nah dann halt an allem rankommen. Das heißt, wir haben so erstmal ein gutes Spiel. Zack. Achso, du kannst nur einzelnen, okay. Der natürlich jetzt gerade nicht so viel macht. Kanonentürme ätzend. Und halt so durch alle durchschalten, ja, ne? Dafür bin ich zu scheiße. Aber alle Paladine scheinen tot zu sein. Warum auch immer die Oga hier so orggrünlich werden beim Verwesen, aber gut. Da könnten wir aber probieren, sowas hier. Da kann uns ja jetzt nichts mehr entgegenreiten. Jetzt ist halt die Frage, ob das Katapult von der Reichweite her reicht. Das ist Katapultstärke. Komm, wir machen die Katapultstärke. Wir haben 3 Türme, 4 Türme. Die müssen wir beseitigen irgendwie. Und halt so eine Kanonenkugel abzubekommen ist schon, ne, fast wie so ein Katapult. Trifft das, ist halt echt böse. Mal schauen. Das Katapult kann schon mal aufgeladen werden. Ich könnte natürlich jetzt auch mehrere Katapulte hinschicken, aber... Ja, nö. Nö, nö. Ihr könnt ruhig da hinten das Holz auch nochmal mitnehmen, ne? Also... Das muss da nicht rumgammeln. Der ist immer noch tapfer bei seinen 5 Bäumen hier. Noch mehr Katapultstärke. Teuer, teuer. Wie gesagt, wir müssen da eine Festung und ein Hafen. Eine Festung ist das hier. Das heißt, wir müssen das auch noch ausbauen. Die Frage ist, könnte ich nicht einfach auch hier... Na gut, dann würden wir wahrscheinlich rankommen von der Reichweite her. Ja, das ist nicht so einfach. Jetzt mal gucken. Er hatte doch hier drüben noch irgendwo ein U-Boot. Können wir das hier nochmal zerstören? Nicht, dass uns das hier nochmal in die Quere kommt. Oder hat er das uns hier schon entgegengeschickt? Das kann natürlich sein. Und halt jetzt hier rumfahren wäre auch tödlich für die Schiffe, weil da sind noch jede Menge Ballisten. Die befeuern uns da von allen Seiten. Das muss auch nicht sein. Du hast nichts mehr zu tun? Nichts mehr zu tun. Genau, weil hier ist ja jetzt die Öldingens hier leer. Das heißt, da hat er auch nichts mehr anzugreifen. So, ist soweit kaputt. Kaputt. Erforscht. Nein, verdammt. Mach immer was Falsches, ne? Wenn er halt hier an Land ist, dann entlädt er auch gleich. Ohne dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, jetzt hier das hier zu machen. Hoffe ich, dass die Reichweite des Katapults die Reichweite des Turms übersteigt. Du bist der Captain. Na, eigentlich hat er schon eine ordentliche Reichweite. Ja, okay. Wir kriegen die Türme down. Sehr schön. Dann laden wir hier mal irgendwo so einen Peon auf hier. Du hier.
Der Tapfere, der darf seine Bäume niemals zu Ende abholzen. Es muss immer Bäume geben. So. Und dann gehst du dahin und du darfst dann gleich hier erstmal Dinger bauen. Dinger bauen ist immer gut. Frage ist, ob ich das jetzt hier auf dem Leuchtkreis bauen muss, obwohl das bezweifle ich eher. Mach immer die Türme, die sind wichtiger. Kannst du hier schon mal einen Hafen bauen? Ja, hast du schon mal was zu tun hier? Könnte jetzt natürlich halt auch mehrere Beppos herholen, um dann hier, ne? Alles schneller zu bauen, aber ganz ehrlich, ja, nö. Nö. Das riskiere ich gar nicht. Easy. Damit haben wir gewonnen. Wir müssen halt nur noch hier jetzt alles aufbauen und dann haben wir gewonnen. Klingt komisch, ist aber so. Ne? Erledigt. Ja, du hast fertig. Dann hier Haupthaus. Ich kann eh nicht auf den Leuchtkreis bauen, das heißt einfach dahin und fertig ist. So. An die Stelle wäre natürlich perfekter gewesen, aber nee. Nee. So, wir haben 13.000 Öl, also Öl habe ich mir mal Gedanken gemacht, ne? Wobei ich mir mehr jetzt Gedanken mache, ist dann hier jetzt sowas wie Holz und Gold theoretisch. Ne, ist ja alles Ende Gelände, bis auf hier die paar Bäumchen. Ne? Man muss ja auch Bäume respektieren und so. So, dann nur noch entwickeln dann. Da können wir halt tatsächlich nur noch abwarten. Könnten natürlich jetzt hier den Gegner noch irgendwie ärgern. Mit Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Zeug zerstören und so. Haben wir wenigstens was zu tun. So, warte. Erledigt. Ausbauen. What? Ach so, ach, okay. Der Ork wurde getötet. Das Letzte, was er machen konnte, ist das hier fertigstellen. Mal gut, dass ich das nicht so weit nach oben gebaut habe oder so weit nach links jetzt. So wird das jetzt auch noch attackiert werden. Ja, ja. Du bist der Captain. Ja. Lenk sie ab, kleiner Zeppelin. Yay, mach's gut, kleiner Zeppelin. Go, kleiner Zeppelin. Und Festung. Ein Fest für die ganze Familie. Mit um. Das ging schnell. So ist es, wenn man die Ressourcen des Gegners abschneidet. Einfach eine Glanzleistung mal wieder. So, ist gleich fertig. Gleich haben wir gewonnen. Hafen steht ja auch. Und das war's. Sieg. Sag ich doch. Jetzt ist natürlich da jetzt das Schiff, das würde jetzt noch gerne da drauf ballern, aber ohne mich. Ohne mich. Sieg! Für die Horde, wir sind der Kapitän. Ihr seid der Kapitän. Ja, Meister. Okay. Stratholm, die Hauptbezugsquelle der Allianz für Öl, bereitet die Lieferung riesiger Ölmengen an die Königreiche in Westlordaeron vor.
Du musst ihre Raffinerien und Bohrtürme sabotieren, um diese Lieferung aufzuhalten. Sobald die Einrichtungen zur Förderung und Verarbeitung von Öl zerstört sind, musst du sämtlichen Widerstand der Allianz in Stratholm brechen. Gut. Also im Prinzip zerstöre den Gegner. Das kann ich. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. So. Auf wie das dann von hier aus weitergeht? Ach, Randalierer. Ne, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.